Hallo und willkommen. Heute stelle ich euch meinen neuen Stempel vor und ja, zeige euch mal, wie ich das so mache, ne? Also, ich habe hier ein Stück Soft Linol Cut. Ja, und ich habe schon ein bisschen was vorbereitet, damit das hier nicht endlos wird. Weil das soll ja nur ein Quick Inky werden. Und ich habe hier so ein Linol-Werkzeug. Ein ziemlich kleines, ne? Das ist so ein Reiseding, ziemlich praktisch, kann man so rausdrücken. Okay, tack nicht, aber so kann man es wechseln. Okay, ja, also ich habe hier einfach mit Kuli vorgezeichnet und jetzt gehe ich am Anfang immer ganz, ganz tief und am Schluss mache ich das so ein bisschen hoch. Manchmal klappt es, manchmal nicht. Und mach halt die Kräler. Was man auf jeden Fall tun sollte, wenn man so etwas macht, man kann sich was vorzeichnen, aber man muss sich dann auch ein bisschen frei machen und auch halt gucken, was einem so gelingt, ne? Also man darf sich da nicht so an seiner Vorlage festklammern, finde ich. Ich meine, das kann ja jeder für sich selber entscheiden. Ja, da gehe ich halt immer so, ne, tief rein und zum Schluss so hoch. Und hier bei diesen, ja, sag ich mal, runden Formen, die ich mir ausgedacht habe, da stelle ich einfach ein und dann drehe ich das so rum. Na, ihr seht, ich habe mir da was vorgezeichnet, aber da halte ich mich nicht unbedingt dran. Guck mal, ihr geht aber jetzt mal weg hier. Ihr stört. Ja, und dann steche ich da so Löcher rein und hoffe darauf, dass es ein nettes Ergebnis gibt. Ja, ich hoffe, es geht euch gut. Ihr habt nicht ganz so schlechtes Wetter, keine überschwemmten Keller oder ähnliches. Das wäre ganz schön. Ich meine, gegen Regen von oben kann man sich ja so ein bisschen schützen. Schöner wäre natürlich schöner Sommer, aber nun, ich glaube, wir müssen dann nehmen, was wir da kriegen. So, seht ihr überhaupt irgendwas? Ich glaube schon, ne? Ja, so schaut das dann aus. Und dann schneide ich mir das in der Form, wie ich es brauche. Weil ja nichts verschwenden. Ich denke, hier werde ich das ein bisschen nur ründlich machen. Da ich ja vollflächig. Okay, das zeige ich euch gleich. Hier unten auch. Ein bisschen runder machen. Hier könnten wir vielleicht auch mal so ein bisschen was reinmachen, damit das nicht so pisselig gerade ist. Na, dann schauen wir doch mal, ob wir da irgendwas mit hinkriegen. Nehme ich denn da? Ich nehme erstmal einfach nur grün und fange mal an zu testen. Muss halt mal gucken, ob einem das dann auch gefällt, was man da so veranstaltet hat. Seht ihr mich hier oben noch? Ja. Oh, ist doch schon ganz nett. Ist auch schon ganz nett. Okay, das gefällt mir gut, das auch. Hier oben, das könnte noch ein bisschen klarer werden. Ich glaube, da muss ich so ein paar kleine Nückes noch rausmachen. Da ist ein bisschen eckig geworden. Also das ist das Schöne, man kann da ja so ein bisschen nacharbeiten. Wie gesagt, ihr müsst euch da ein bisschen vielleicht frei machen. Wenn ihr eine ganz, also es gibt bestimmt welche unter euch, die sind da ganz filigran und haben die Geduld. Ich bin da ja, ne, Geduld ist ja nicht mein zweiter Vorname. So, ja, da schmeiße ich schon alles weg. Egal, hebe ich gleich auf. So, jetzt würde ich das mal gerne versuchen, zweifarbig zu machen. Und das sind so preiswerte Stempelkissen.
nehme ich mal, da habe ich nicht so das Problem mit, wenn die ein wenig einsauen. So, kein Tuch hier, nehme ich halt das Fingerchen, unser wichtigstes Werkzeug, unsere Finger. Ich habe auch so ein Fingerding, aber ich habe es mir nicht mit hier an diesen Platz geholt. Ich versuche es erstmal so. Jetzt kommt aber schön die Sonne wieder raus. Herrlich. Ja, da habe ich nicht ganz ne, da muss man ein bisschen genauer arbeiten, aber ich finde für so ein, das finde ich okay, ne, um so eine Seite zu gestalten. Einfach so am Rand habe ich gedacht, wisst ihr, ne, auf eine Seite ist das doch ganz nett. Okidoki. Ja, den habe ich euch jetzt gezeigt. Ich habe aber auch noch ein paar andere gemacht. Die würde ich euch auch ganz gerne zeigen. Und zwar habe ich eine Libelle gestaltet. Und ja, ich habe das genauso gemacht wie jetzt mit der Blume. Zeige ich euch mal, wie der Abdruck aussieht. Einfach so auf eine Journal-Seite, um so ein bisschen was, ne, wo man drauf schreiben kann, aber damit das ein bisschen verziert ist, habe ich mir gedacht, ne, macht die sich doch gut so in so einer Ecke. Andererseits habe ich gedacht, man kann die auch gut auf einen Tag setzen, dann hat man schon mal, ne, da sowas drauf. Also die, finde ich, ist mir ganz gut gelungen. Also für meine Ansprüche, finde ich, reicht die mir. Und dann habe ich noch, wo ist sie denn? Da, ich habe noch eine andere Blume gemacht. Seht, da habe ich schon gestempelt. Da habe ich auch so zwei farbig das Stempelkissen versucht aufzubringen. Ich muss mir doch den Fingerdobber holen. Sonst geht das nicht. Na, wo bist du denn? Da ist er. Ja, ich habe hier schlechtes Licht, deswegen bin ich hier auf der Fensterbank und da habe ich nicht alles so an der Frau, wie sonst so. Ja, und dann mache ich hier nur so rum. In der Mitte so ein bisschen stärker, außen ein bisschen. Ja, schauen wir mal. Die sind nicht ganz so saftig, diese Kissen gegen Pads. Versuchen wir es doch mal hier mit richtiger, nein. Die anderen sind natürlich auch richtig, aber wie ihr gesehen habt, die sind nicht so saftig, die halten nicht so schön. Da versuche ich es mal hiermit. Und hiermit. Oh ja, das ist schön saftig. Schnell, bevor die Tinte trocknet. Ja, das gefällt mir doch schon viel besser. Was sagt ihr? Mögt ihr das? Oder mögt ihr das nicht? Dürft ihr mir auch sagen. Vielleicht habt ihr ja noch irgendwelche Tipps, wo ich es mir noch leichter machen kann. Und ich bin ja so ein Hexagon-Liebhaberin. Und da habe ich jetzt hier mir auch ein Hexagon gemacht. Ich will gerade noch hier den Rest. Ach, das ist ja auch eine nette Idee.
Man kann das so im Nachhinein sogar noch so ein bisschen kolorieren. Ach, ja, schön, dass ich nichts verschwenden will. Zack, habe ich schon eine neue Idee. Okay, ja, Hexagon. Das ist ein großes, dann nehme ich mal. Ich habe nicht viel Farben mit, aber hier Rusty Hinge ist eine, finde ich, eine sehr schöne Farbe. Zeige ich euch auch noch einen Abdruck von. Na, ob das was wird? Das sieht so wenig aus. Ach nee, ist ja super. Ja. Irgendwie, ja, ist das sehr nass und dann kriegt man da diese, ja, sag ich mal, Tröpfchen-Ergebnis. Stempel, Dings, Gedöns, ihr wisst schon, was ich meine. Ja, finde ich nicht schlecht. Und dann habe ich mir auch noch ein kleineres gemacht. Das möchte ich euch auch mal kurz zeigen. Also ich verwerte auch alle Reste. Ich zeige euch gleich noch andere Sachen, falls ihr sie nicht sowieso schon seht am Bildrand. So. Das sieht so aus. Und ich habe auch versucht, aus den Resten was zu machen. So Mini-Mini-Stempel. Die werde ich aber noch irgendwo aufbringen. Auf jeden Fall diese kleinen. Die habe ich mir gedacht, die kann man so vielleicht so schön in eine Ecke setzen. Ich versuche jetzt mal, ich nehme mal die Farbe, die ist schön dunkel. Zeige euch mal, was ich meine. So, ups, so nicht. Ne, einfach so auf die Ecke. Dann hat man so einen kleinen Eckstempel. Ja, so habe ich mir das gedacht. Ach, ja, ist ein Fuddelkrumm. Da werde ich mir noch was draufsetzen. Entweder noch einen Rest. Ja, ich sehe überhaupt nicht, ob ihr was seht, aber ich hoffe mal. Hier habe ich so ein großes Reststück. Da habe ich eine Blume gemacht. Die habe ich mir auch gedacht, da kann man doch bestimmt auch hier so auch so schön in der Ecke. Dass man, wenn man, damit man nicht dem Fokuspunkt Konkurrenz macht, habe ich gedacht, hier so kann man doch so in die Ecken sich so einen Eckenstempel machen. So schaut das aus. Seht ihr das? Ich kann überhaupt nichts sehen. Ich glaube ja, ne? Hier ist meine Hand. Ja, ihr könnt was sehen. Ja, und das habe ich hier mit allen möglichen Resten gemacht. Verschiedene Sachen habe ich einfach so, einfach wahllos, einfach meine Hand machen lassen. Und hier, das finde ich ganz interessant. Das ist ja eigentlich nur so ein, auch so ein Reststück. Und da hatte ich irgendwie die Idee, da so eine Art Kopf draus zu machen. Das habe ich dann auch getan, zeige ich euch jetzt. Mal so. Da. Und ich finde, das sieht aus wie so ein Fisch, wie so ein kleiner Fischkopf. Und dann habe ich gedacht, ja, ist ja nett. Was machst du jetzt damit? Und dann kam mir die Idee, jetzt habe ich keinen Stift, ich habe hier nur einen Kuli. Dann kam mir die Idee, dass ich doch dann aus diesem Kopf so ein Fisch dann rausmale. Ne, die haben alle den gleichen Kopf, aber alle einen unterschiedlichen Körper. Ja, das war so meine Idee dabei. So, dann haben wir hier so. Und hier. Die auch manchmal hier noch. Ja, also das muss ich noch ein bisschen verfeinern und hier oben. Aber ihr wisst, was ich meine. Ne? Das ist ja jetzt nur eine Skizze. Das war ja nichts. Ne? Dann kann man hier so Schuppen malen. Oder so Streifen.
haben wir ein Streifenhörnchen, Fisch. Ja, das war meine Idee. Ja, ich bin gespannt, was ihr sagt. Ich freue mich auf einen Kommentar, auf einen Daumen nach oben auf jeden Fall. Wenn ihr Lust habt, dann abonniert mich doch. Bald habe ich die 500, nein, ihr habt bald die 500 geknackt. Und dann gibt es ja die Verlosung. Wenn ihr wissen wollt, was ich da als Giveaway gestaltet habe, dann schaut doch einfach mal in meine Playlist rein. Ja, ich freue mich. Also, ich wünsche euch was und zwar nur Gutes. Bis dann und tschüss.